Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, im letzten Part, da sind wir hier in diesem Dungeon unterwegs gewesen. Und mir wurden jetzt ein paar Tipps gegeben von Mirani84, die ich natürlich gleich mal in Angriff nehmen werde. So, nachdem ich diese Fische natürlich hier besiegt habe. Und diese Klubschi-Augen. Ah, geht doch alle weg! Pupilla prallt auf, toll. Okay, weg. Oh nein! Und ich wurde vergiftet, toll. Moment. Das überfordert mich gerade, Mann. Geht doch alle weg. Weiß mal Serum, ja, sonst verrecke ich gleich noch. Und ich sollte mir vielleicht etwas zu Gemüte führen. So. Boah, geht doch. Geht weg, ihr Augen. Ernsthaft. Ihr dürft jetzt hier unten vergammeln, während ich hier hochlaufe. So. Und nochmal was zu mir nehme. So. Und zwar wollte ich zu dieser Kiste da hoch. Und gucken, mir wurde gesagt, dass sich da eine Waffe drin befinden könnte. So, ja. Jetzt muss ich erstmal Waffen und Rüstungen aussortieren. Ein bisschen Rumex. Gucken, hier. Silberspeer brauche ich denn? Schlägt Wölfe in die Flucht. Aber den... nein. Moment. Was soll weg? Das hier. Soll es wirklich weg? Ja. Okay, es ist weg. Diese Waffe erhöht die Kraftpunkte. Aber den brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Ja. Ist nämlich auch ziemlich schwach. Strahlenlanze. Strahlt in dunkler Nacht. Brauche ich auch nicht. Macht mich gleich viel schwächer. Löwenklaue. Leons Meisterwaffe. Ja, machen wir auch weg. Ich glaube, es kommen nämlich jetzt noch einige Waffen auf mich zu. Kristallspeer füllt nach und nach KPs auf. Ja, machen wir weg. Wenn ich jetzt irgendwas wegwerfe, was ich nicht sollte, dann bündelt die Kraft des Sonnen. Blablabla. So. Ich denke, das reicht erstmal zum Wegwerfen. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt. Okay. Schwarzes Loch. Silberrüstung, Wert. Giftangriffe ab. Moment, das lassen wir noch. Die Bekleidung der Soldaten. Ja, die machen wir mal weg. So, Wert Flüche ab. Ja, aber die ist schwächer, die brauchen wir jetzt auch nicht. Felljacke schützt vor eisiger Kälte. Ah, einfach weg. Lässt kein Gift durchdringen. Ich will hier mal ein bisschen aufräumen. Nichts hier, nichts hier. Lederweste aus zähem Leder durchgeschneidert. Ich sehe leider nicht. Ja, die ist ja weg. So, Moment. Machen wir die mal weg. Und dann haben wir jetzt mal ein bisschen ausgesortiert. Wenn ich noch mehr wegräumen soll, dann einfach Bescheid sagen. Dann mache ich das. Planetenbrecher. So. Den Planetenbrecher gucken wir uns natürlich gleich mal an. Wo ist er denn? Da. Flammstab. Planetenbrecher ist natürlich auch gleich viel besser. So, die Waffe der Meerjungfrauen steht hier und der Name verrät einiges. Ja, den Granitsperr würde ich mal noch behalten. So, okay, alles klar. Jetzt gucken wir uns mal hier die Wasserfälle auch genau an. Hier gibt es ja auch irgendwo was zu finden, was mir weiterhilft. Da hat mir Mirani84 ja auch wieder geschrieben, dass ich mal gucken soll, wo sich der Drachenanker befindet. Und dazu werde ich jetzt erstmal aber diesen Wasserfall da drüben begutachten. Ja, willst du dich jetzt öffnen? Und mich mit Gift vollschleudern? Ja, willst du dich jetzt mal öffnen, die doofe Blume? Geht doch, Mensch. Hehe, oh verdammt. Nee, nicht gut. Oh, jetzt bin ich schon wieder zwischen den Augen gefangen. Danke, du blöde Blume hier. Geht mal kaputt, ihr Fischis. Oder lass mich in Ruhe, so. So, geht ja am schnellsten, wenn wir hier runtergehen. Hey, dann sind wir nämlich gleich da, wo wir hinwollen. Im Wasser. Da geht's aber nicht weiter. Schade, sah so aus. Aber scheint nicht so zu sein. Hätte ja sein können. Gut, hier ist scheinbar nichts. Oh, oh. Ja, ihr kriegt euer Nieser. Level 26 erreicht. Yay, sehr schön. Und natürlich steigt mal wieder alles an, was man ansteigen kann.
So. Das Fische hier stirbt auch. Tja. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, hier ist scheinbar nichts. Dann wollen wir mal weitergehen. Grasen hier durch, bevor die Fischis aus dem Wasser kommen können. Und gehen hier weiter und machen die Blume auf jeden Fall kaputt mit einem heftig kritischen Treffer. Sehr schön. So. Hier unten ist aber nichts mehr. Nö, scheinbar nicht. Gut. Sollen wir uns dann da oben mal umgucken bei dem Wasserfall? War da einer? Da war nur der hier, glaube ich. Genau, da geht's nur dahin. Und da habe ich ja schon geguckt. Da habe ich geguckt, ja. Okay. So, dann gehen wir wieder einen Stockwerk runter. Ich wüsste sonst nicht, wo wir mal groß gucken sollen. Ah, so. Ich kriege übrigens immer wieder Fragen momentan, die ich schon x-tausendmal beantwortet habe und bin deswegen am Überlegen, ob ich nicht ein Video darüber mache, welche Fragen ich denn schon alles jetzt beantwortet habe zum 10.000. Mal. Klingt jetzt böse, ist es aber nicht gemeint. Also, ich kann es ja verstehen, wenn man auf einen Kanal kommt, dann interessieren einen vielleicht so ein paar Fragen, aber es ist echt anstrengend, wenn ich jede Woche erklären muss, warum bei mir momentan kein Together geht und warum ich nur diese Spiele spiele und wieso, weshalb, warum das und so und jenes ist und ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist nämlich echt anstrengend. So, hier ist ein ganz großer Wasserfall, wenn sich da mal nichts verbirgt, aber scheint nicht so. So, und die Augen können auch mal verschwinden, danke. Da geht's auch nicht lang. Gut. Dann wollen wir hier keine weitere Zeit verschwenden und gehen wieder zurück. Ach, verdammt. Ich hasse diese Pupillas. Wo kommen wir denn da jetzt an? Mein Hals kackt ab, merkt man. So. Oh, oh, ich sollte mir vielleicht wieder was zu essen gönnen hier. Ach, das sind solche Schleimviecher, geht. Aber ich habe keinen Bock hier auf irgendwelche Monster besiegen. So, nehmen wir die mal. Nein, ausgerüstet. Sehr schön. Da könnte was sein. Scheint aber nicht zu sein. Und da hier? Da scheint aber auch nicht zu sein. Okay. Oh, ja. Wir kommen mal gut voran, ein bisschen zumindest. Wenn man weiß, wo man lang schwimmen muss. Da. Wo komme ich denn da rüber? Da drüben ist nochmal so eine... Hallo, ich will da jetzt doch nur hoch. Warum komme ich da nicht rein? Mensch. Ich schub sie nicht wieder runter. Das ist voll unfair. Immer nach rechts, genau. Kann ich da nicht irgendwie wieder hoch? Super nervig. Wo können die Viecher mal verschwinden? Boah, ey. Schlimm. Nun muss ich wieder ganz runter. Toll. Und da irgendwie. Und da war aber auch nichts. Was soll denn da was sein? Aber Planetenbrecher. Vielleicht können wir da dann irgendwie... Vielleicht werden wir kaputt machen. Können wir mal ausprobieren hier. Sieht nämlich so aus, als ob wir da irgendwo... Boah, Alter, bleib jetzt vom Wasser fern. Ich weiß, dass du baden musst, aber... Trotzdem. Das nervt. So. Sehr gut. Und? Aha. Die Waffe ist schon deutlich stärker, das merkt man. So. Da sind wir lang gegangen. Ach, geh doch weg, du scheiß Auge, Mann! Ich will dich jetzt nicht sehen. Mimimi. Ach, ey, schlimm. Ach, geh doch weg! Ihr seid voll nervig. Ihr Blockviecher auch. Ihr teilt euch doch eh nur. Total doof. Ach, so komme ich auch ganz schnell da runter. Sehr gut. So, dann komme ich nämlich hier hin. Aha. Das gefällt mir schon viel besser. So, wir gehen erstmal natürlich hier oben hin. Hier ist aber scheinbar... Achso, hier komme ich ja her. Quasi. Aber irgendwo muss noch was sein. Irgendwo. Ach, geh doch weg. Ekel scheint heiß. Ich habe jetzt Pech gehabt. Ist ja nicht gestorben. Da scheint aber auch nichts dahinter zu sein. Also ich weiß nicht, wo diese Dinge sein sollen. So, ich weiß nicht, wo das sein soll. Vielleicht ist es weiter oben. Vielleicht mehr am Anfang, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann! Moment. Erst das Serum und dann nehme ich mir mal eine Götterknolle, war es, glaube ich. Ja, eine Götterknolle. Wenn wir uns mal nehmen. So. Sehr schön. Da sind wir doch gleich viel besser aufgestellt. Renn, Mensch. Doofer Arg. Ach, da ist so ein Viech. Ich dachte gerade, was blubbert da, kann ich da tauchen? Aber das ist ja nur so ein Viech. Da kann ich aber nicht zerstören. Schade. So, da komme ich her. Da kann ich mich einfach nur runterfallen lassen. Okay, scheinbar ist hier wirklich nichts. Schade. Okay, schade, passiert. So, du kommst jetzt her. Bevor du auch nur die Chance dazu bekommst. Genauso wie du hier. Geld, Geld ist immer gut. Das ist immer gut. So, hier war auch nichts. Wobei, ich muss mal hoch. Ich habe gerade eine Stelle gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass da eventuell etwas sein könnte. Eventuell, so zwischendurch. Muss ich ja wieder hier hoch. Das ist doof.
Ach Mensch. So. Ach, geh doch weg. Verlass ich. Doofe Augen. Die Augen sind alle doof. So. Da kam ich auch runter, genau. Autsch. Das hat weh, Mensch. Doofe Blume. Oder ist hier etwas? Scheinbar nicht. Kann ich hier nichts machen. Hier sieht nämlich so komisch aus, finde ich. Also hier kann ich mich nur gleich in den Wasserfall stürzen. Aber hier ist doch nichts. Hier sieht's, also man sieht auch deutlich die Wand dahinter. Ja, doch, wenn man so mal ein bisschen stehen bleibt, sieht man sie. Von daher, da ist scheinbar wirklich nichts. Dann können wir da zurück. Eigentlich. So ein bisschen. Gucken wir mal, ne? Haben wir da schon? Haben wir da schon geguckt? Achso, da war das, diese Stelle. Geh weg. Mit deinem Gift. Geh einfach nur weg. Geh nach Hause. Geh nach Hause. So. Wir schauen uns auch nochmal genau um, aber ich glaube, hier ist auch soweit nichts. Hä, was soll das denn sein? Ist da oben auch nichts, wirklich? Gucken wir da nochmal. Ist hier wirklich nichts? Kann man da nicht nochmal irgendwie was draufwerfen? So, gucken wir mal, ob wir da noch einen Felsen draufwerfen können. Aber ich glaube irgendwie nicht. Nee, scheint nicht so. Hä? Okay, keine Ahnung. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ein ganz kleines bisschen, zumindest. Das ist auch nicht so, oder? Da war ja schon von Anfang an keine Höhle, da wäre es komisch, wenn da jetzt eine auftauchen würde. Aber vielleicht war ja hier irgendwo was, was ich übersehen habe. Wer weiß. Hier war ja nichts, hier auch nicht. Toll. Vielleicht war es doch bei denen da unten. Wer weiß. Wer weiß. Ist doch irgendwo hier. Die Wand sieht komisch aus. Aber das habe ich schon öfters gesagt. Und jetzt wurde ich schon wieder vergiftet, weil ich so dumm bin und einfach... Ach, ja. Weil ich so dumm bin. Das reicht, um zu wissen. So. Nein, möchte ich nicht. Sakralsiegelbaum als gar nicht. So. Ach Mensch, kann man den hier nicht irgendwo finden? Hoppala, da ist ein Fisch hinter mich gesprungen. Hier ist aber auch nichts, oder? So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Scheinbar aber nicht. Hä? Da muss ja doch woanders sein. Nein, kann nicht sein. Vielleicht ist er doch hier irgendwo da unten. Vielleicht bin ich auch nur zu doof, um die Stelle irgendwie zu entdecken. Wo der sein soll. Uah, was ist denn das? Das ist ja widerlich. Ist aber auch nichts. Ja, was soll denn das jetzt sein? Keine Ahnung. Ich möchte aber selber drauf kommen, bitte. Danke. Das wäre sehr hilfreich. Ach ja. Wir müssen irgendwo anders nachgucken. Weil hier ist es, glaube ich, echt nicht. Hier brauche ich ja irgendwas, um da weiterzukommen. Und mir wurde gesagt, dass es der Drachenanker ist. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht hier in der Nähe ist, sondern weiter vorne irgendwo. Wenn ich jetzt mal hier weiterkäme, ohne mich immer gleich hier aufzuschützen. So. Wände kann ich nicht anreißen oder so. Vielleicht ist ja nicht irgendwie... Vielleicht ist sie ja hier irgendwo, hier vielleicht im Geheimgang, aber irgendwo muss ja was sein. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, ich gucke jetzt einfach nur meinen Dungeon nach. Irgendwo muss es ja sein. Irgendwo. Aber ich schätze mal, dass es eher da oben irgendwo sein wird. Weil da war doch auch was mit dem schwarzen Schatten. Was war das? Also irgendwie... Muss doch da das irgendwie zusammenhängen. Ach, geh doch weg. Für die Augen. Boah, Ark, lauf doch jetzt einfach mal da hin zu der Treppe. Meine verdammte... So, jetzt aber. Ich will da oben nochmal angucken. Weil das mit dem hier... Das ist erstmal total... hier. Ja, lass dich jetzt mal runterfallen. So. Wahrscheinlich hier irgendwo an der Wand. Irgendwas. Nö. Scheinbar nicht. Hoppala! Oh. Jetzt habe ich ihn. Alter! Wie soll ich denn darauf bitte kommen? Ich dachte irgendwo eine Höhle oder sowas oder ein Durchgang, den ich nicht gesehen habe. Und jetzt sowas. Toll.
Wie soll ich denn da bitte drauf kommen, dass ich da möglichst... Weil die rechte Stelle sah echt verdächtig aus. Toll, aber jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Boah, ey. Aber mit dem Schatten hat sich immer noch nicht geklärt. Ach, das werde ich vielleicht auch noch erfahren, mal sehen. So, jetzt gehen wir aber mal weiter hier. Zurück zu der Stelle. Boah, ey. Jetzt würde ich schon ein bisschen weiterkommen. Ich werde die Stelle einfach komplett schneiden. Bei der ich suche, weil das ist echt nervig. Ja, willst du mal aufgehen oder nicht? Geht doch. Kann sich nicht entscheiden hier. Jetzt lasse ich das Geld liegen, weil die Augen mir zu doof sind. So. Boah, ernsthaft. Hat das ewig gedauert. Da kann ich tauchen. Hoppala, da komme ich ja in so einen kleinen abgetrennten Raum. Ah, gehält Drachenrüstung. Drachenrüstung. Die rüsten wir natürlich gleich aus, ja. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist scheinbar nichts. Oh ne, da kommt gleich wieder ein Monster. Und da auch wieder. Da ist scheinbar was, aber jetzt will ich gucken, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Okay, da kommen wir anscheinend hier aber entlang. Gut. Nö, nicht schon wieder Augen. Boah, ernsthaft. Lasst mich jetzt mal hier hin und dann kann ich euch nämlich kaputt machen. Und. Haha. Eins ist schon mal kaputt. Und das nächste jetzt auch. Boah, ey. Schlimm. Das war eine schwierige Operation, ja. Eine deutlich schwierige. Verdammt. Pupilla prallt auf. Und? So. Haha. Du kommst jetzt auch noch dran. Wart nur ab. Wart's nur ab. Bin euer hier Geploppe und Aufgebralle leid. Und trotzdem mache ich's wieder toll. Jetzt aber. Boah, kann der nicht auch mal an der Seite runterfallen? Da geht's ja ganz schön runter. Oh, Gott sei Dank kommen wir jetzt wenigstens ein bisschen weiter hier. Oh, ich habe den Drachenanker übrigens total vergessen. Oh, geh doch weg. Mensch. Auge. Oh nein! Die Blume ist doof. So, die machen wir jetzt auch gleich kaputt. Haha. Du kommst jetzt her. So. Da. Ach, da. Guck mal, da sieht man es jetzt aber, dass da eine Höhle war. Das meintest du, Mirani84, ne? Das meintest du. Mit der Höhle. Dankeschön auf jeden Fall für die Tipps nochmal. Hat mir beide geholfen, auch wenn ich echt ein bisschen am Verzweifeln war. Aber immerhin. Ich hab's doch noch gefunden. So, gehen wir erstmal nach rechts. Und schauen, wo wir hier ankommen. Ui. Ja. Hoppala, was war denn das jetzt? Da ist ein Wasserfall. Da will ich jetzt aber noch nicht runter. Ich würde erst gucken, wo man hier überall entlang schwimmen kann. Das ist nämlich echt... Aber ich freue mich schon auf den Sommer, wenn ich auch wieder schwimmen gehen kann, ey. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist halt also das Freibad, wo ich jetzt hierher gehe. Also ich bin ja jetzt in einen neuen Ort gezogen vor 5 Monaten. Und hier soll das Freibad ja wunderschön sein. So, hier ist aber nichts, oder? Nee, gut. Nicht, dass man hier irgendwas übersieht. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Okay, ich kann hier einfach nur quasi beide Seiten entlang schwimmen. Gut. Halt, da kam ich her. Wo komme ich denn da hin? Oh, da kann man doch was verpassen. Nämlich das hier, was irgendwie nichts ist. Wahrscheinlich kommt man da wieder runter später irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwann noch wichtig werden. Oh, das ist einfach nur zur Verwirrung da, wer weiß.
Ja, auf jeden Fall. Ach, freue ich mich schon sehr auf das Freibad. Schwimmt ihr auch gerne oder freut ihr auch euch auch auf die Zeit, wenn ihr ins Freibad könnt? Da freue ich mich schon wirklich riesig drauf. Ach, da will ich mir jetzt auch demnächst noch eine Saisonkarte holen. Die ist nämlich ermäßigt und dann würde ich nämlich auch den Antrieb haben, da regelmäßig hinzugehen. Weil ich mir denken würde, ja, ich habe so viel. Oh fuck, ich habe so viel gezahlt und. Oh Gott! Ich wurde geröstet, toll. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh Gott. Kann ich die Feuerdinger nicht irgendwie wegmachen? Alter? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ah, verdammt. Brauch eine Götterknolle und zwar ganz schnell. Bin leicht überfordert. Außerdem könnte ich mal gucken, ob die Nixenmagie hier was bringt. Ja. So. Dazu. Gehen wir mal am besten hier hin. Zauber. Schatulle. Flora-Zauber. Knochenzauber. Da ist sie. Wasserzauber. Oh, ist hier ohne Wirkung. Okay. Kann ich dann wieder raus? Danke. Autsch. Okay, wenn ich am Angreifen bin, dann. Autsch. Wow. Sternfisch segelt auf Ark zu. Oh, verdammt. Aua. Uah, ich bin echt ein bisschen überfordert gerade. Ah! Geht doch weg, ihr scheiß Sternfische. Ey. So, okay. Die kann man auch angreifen. Anscheinend muss ich die auch angreifen, weil ich an die Schildkröte da oben ja nicht rankomme. Ja. Haha. Dann gehen die Viecher mal kaputt. Verdammt. Ah, jetzt sind nur noch die hier. Die so auf mich runterfallen. Okay. Da kommt jetzt wieder einer. Aber der ist wieder ausgewichen. Schade. Ah, also das wird mir im Freibad hoffentlich nicht passieren. Aber ja. Verdammt. Ich sehe nichts. Ja, wenn ich geröstet werde, dann lässt er mich los. Boah, ich habe aber auch gerade ein Timing, ey. Lass mich los. Ja, toll. Jetzt wurde ich wieder geröstet. Jetzt lässt er mich wieder los. Aha. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Schon wieder erwischt. Sehr schön. Oh, ey, die Sternenfische sind aber auch nervig. Ah, lasst mich los. Aber was passiert, wenn ich mich. Der geht nicht weg, bevor ich mich nicht rösten lasse, ne? Okay. Haha, wieder erwischt. Doofer Sternfisch. Oh Gott. Ich habe die Sternfische kaputt gemacht. Und jetzt? Ja. Der Drache guckt. Oder das ist doch ein Drache. Mit der Igelfrisur. Ah. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Hytoderon ist vernichtet. Gossi schaut Arkan. Ach so. Hytoderon war der Gegner. Ark erhält Hornzauber. Oh, dann war. Oh, danke. Dann war der Drache gut und wollte mir einfach nur helfen. Oh, toll. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Oje, wo bringt er mich hin? Hoppala, wo bist denn du? Honoré, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Ach, Will, hallo. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinen ersten Probeflügen stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung. Also komm mit mir. Ich zeig dir was. Okay, gerne. Oh, endlich Fortschritt. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile.
Otakus Laden in Yamai begann, Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Okay. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Ich werde hier bleiben und Will helfen. Sag es Perry, wenn du ihn siehst, okay? Ja. Warte mal, haben wir nicht ein Blech? Warte mal, da gucken wir mal. Ich will mal gucken, ob ich nicht was habe, was ihm helfen könnte. So, das war ja die Hundepfeife, genau. Möchtest du das anwählen? Ja. Danke. Ja, yeah, bitteschön. Ich möchte, dass die Kinder den Traum von Fliegen leben können. An diesem Ziel arbeite ich. Okay. Ja, schön. Okay. Da können wir aber hier jetzt gerade nicht viel machen. Dann würde ich, oder jetzt, beziehungsweise doch, wir können jetzt eigentlich schon was machen. Ich könnte jetzt mit dem Schiff mal ein bisschen durch die Antarktis und durch die Welt ein bisschen kuttern und dann gucken wir mal weiter, wo es weitergeht. Ja, an dieser Stelle mache ich jetzt aber einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.